Mein Name ist Maureen Hochscheid, ich bin Juristin und berate bei der Arbeitskammer in Arbeitsrecht. Wenn der Arbeitgeber gekündigt hat, ist vor allem wichtig, schnell zu reagieren, denn gegen eine Kündigung kann man sich ganz grundsätzlich nur mit Klage wehren und da gilt eine Ausschlussfrist von 3 Wochen. Das heißt, es empfiehlt sich, sich da schnell Rat zu suchen, zu gucken, ist die Kündigung unwirksam, kann da eine Klage Erfolg versprechen oder nicht und dann gegebenenfalls eben auch zu klagen. Klage einreichen kann man auch ohne Anwalt beim Arbeitsgericht. Dazu muss dann die Klage bei der Rechtsantragsstelle zu Protokoll gegeben werden. Weiterhin wichtig ist, dass man sich rechtzeitig arbeitssuchend meldet bei der zuständigen Agentur für Arbeit. Rechtzeitig in dem Zusammenhang heißt 3 Monate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses, beziehungsweise, wenn das nicht möglich ist, 3 Tage ab Kenntnis von der Beendigung. Nein, allein deswegen ist die Kündigung nicht unwirksam. Bei Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes braucht der Arbeitgeber zwar einen Kündigungsgrund, aber allein weil er das nicht im Kündigungsschreiben angibt, ist die Kündigung nicht unwirksam. Bei der fristlosen Kündigung besteht ein Anspruch des Arbeitnehmers darauf, dass ihm der Kündigungsgrund schriftlich mitgeteilt wird, wenn er das ausdrücklich verlangt. Aber auch dann ist die Angabe des Kündigungsgrunds kein Wirksamkeitserfordernis. Grundsätzlich schon. Also alleine, dass Kurzarbeit eingeführt ist, begründet jetzt kein Kündigungsverbot. Allerdings muss man bei Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes genau gucken, weil da einfach hohe Anforderungen an eine betriebsbedingte Kündigung während der Kurzarbeit geknüpft sind. Zum Beispiel muss da eine Sozialauswahl vorgenommen werden. Der Arbeitgeber muss darlegen und beweisen können, dass der Beschäftigungsbedarf nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft gesunken ist. Man muss da einfach bedenken, Kurzarbeit ist milderes Mittel zur Kündigung und deswegen, weil die Kurzarbeit ja die Kündigung gerade vermeiden sollen, kann so eine Kündigung dann je nach Einzelfall, je nach den Umständen einfach unwirksam, unverhältnismäßig sein. Auch da gilt wieder, da sollte man sich rechtzeitig Rat suchen und dann gegebenenfalls klagen. Auch hier gilt natürlich die Ausschlussfrist von 3 Wochen.